Herzlich willkommen heute Abend bei uns im ZFN zum Infoabend zur Ausbildung in der ganzheitliche Kinderheilkunde. Unser Dozent, der diese Ausbildung leitet, organisiert hat, und natürlich konzipiert hat, als einziger Dozent diese Ausbildung auch hält, weil du ja wirklich die große Ahnung hast, ist Andreas Brieschke an meiner Seite. Hallo, lieber Andreas. Hallo, guten Abend. Freue mich, da zu sein. Andreas sitzt in der Hauptstadt, in seiner Praxis wahrscheinlich, und erzählt auch gleich davon, wie viel Erfahrung er natürlich mit der Kinderheilkunde hat, warum er prädestiniert dazu ist, diese tolle Ausbildung für uns zu halten, anzubieten. Genau, wie gesagt, wir starten zum zweiten Mal mit dieser Ausbildung. Letztes Jahr ein wahnsinniger Erfolg. Wir waren alle total überrascht fast. Und dass wir nämlich genau das getroffen haben, was wahrscheinlich schon sehr lange gebraucht wird, nämlich eine wirklich gut fundierte Ausbildung zum Thema, wie behandle ich Kinder. Die Kinder werden ja oftmals doch in den Topf der Erwachsenen mit reingepackt, und das wollen wir auf keinen Fall. Vor allem nämlich die Naturheilkunde bietet so, so viele Möglichkeiten, um Kinder auch wirklich sehr gut zu unterstützen. Ja, so, also. Sie sind ja heute Abend hier bei uns im ZFN online. Uns gibt es natürlich auch in echt in München als großes Ausbildungs- und Fortbildungszentrum schon seit 35 Jahren. Da hat mein Chef Reinhold Thoma damit losgelegt. Und wir haben uns jetzt in den letzten Jahren auch auf die Online-Seminare spezialisiert. Zum Danke oder dank Corona läuft das alles wirklich prima. Haben wir unseren Anlauf gekriegt. Und daher haben wir auch das Glück, jetzt auf tolle Dozenten zurückgreifen zu können, die nicht unbedingt in München sind. So wie Andreas aus Berlin. Ja, und unsere Online-Plattform funktioniert auch wirklich sehr gut mittlerweile. Wir haben ordentlich rumgetüftelt, und das hier, was Sie jetzt sehen, ist auch genau das Programm, mit dem Sie sich dann nachher während der Ausbildung beschäftigen. Also genauso, wie es hier aussieht, mit den Kameras, mit dem Chat, mit allem drum und dran. Aber jetzt wollen wir natürlich nicht nur was von der Technik hier wissen, sondern wir wollen jetzt erstmal genau wissen, um wen geht es hier jetzt eigentlich? Was hat der Andreas bisher schon gemacht? Warum kann er unbedingt hier uns die Kinderheilkunde so gut erzählen? Und das wird er jetzt mal selber machen, wie sein Werdegang ist. Ich werde mich jetzt kurz verabschieden und bin dann nachher wieder da, um Ihnen alles Organisatorische mitzuteilen. Das heißt, wenn es um die Kosten geht, um die Termine, Zertifikate, sonstige Abläufe, das erzähle ich Ihnen nachher alles. Sie können aber auch gerne schon Ihre Fragen auch an mich in den Chat stellen. Ich bin jetzt im Hintergrund dabei und beantworte natürlich alles sehr, sehr gerne. So, Andreas, jetzt legst du los, und dann freue ich mich, wenn wir uns so eine halbe, dreiviertel Stunde einfach wiedersehen. Ja, vielen Dank, Julia. Immer wieder schön auch die Einführung, und ich freue mich sehr, freue mich auch über alle, die hier dabei sind. Und auch von meiner Seite nochmal die herzliche Einladung, wirklich Fragen zu stellen, dass wir auch gerne in einen Austausch kommen, so gut das Medium das erlaubt. Aber ich habe nun auch über die doch mittlerweile einigen Kurse, die ich gegeben habe, auch online mich mit dem Medium doch einigermaßen angefreundet und bin immer wieder überrascht, dass das doch auch relativ gut geht, dass man da doch miteinander spricht. Und der Vorteil ist natürlich, im letzten Kurs waren Menschen aus der Schweiz, aus Österreich, aus Portugal, und dadurch kommt man natürlich in einer Weise zusammen, die doch relativ klimafreundlich ist, dass man eben nicht durch die Welt jetten muss, und für viele wäre es ja auch gar keine Option, dann nach München zu kommen. Aber das erstmal vorneweg. Also herzliche Einladung, schreiben Sie, schreibt in den Chat, meldet euch, stellt Fragen, und dann werde ich, so gut es geht, das alles beantworten. Und ich denke, da haben wir dann hoffentlich viel Austausch miteinander. Ganz kurz zu meiner Person. Ich bin Heilpraktiker in Berlin seit 1996 in eigener Praxis und war dann ganz überrascht, als mir dann der Fachverband letztens mal die 25-jährige Nadel verlieh, und dann merkt man dann doch, dass man das schon eine Weile macht.
Und als meine eigenen Kinder geboren worden sind, habe ich dann auch irgendwann gemerkt, das ist jetzt auch schon 17 Jahre her, dass sich einfach nicht sehr viele Heilpraktiker um Kinder kümmern. Und Kinder ist nun mal ein Thema, was relativ spannend ist für mich, weil ich es einfach gerne mache. Und es liegt unter anderem daran, dass Kinderheilkunde ist immer letztlich immer akut, also da ist immer was los. Aber bevor ich jetzt nochmal in die Vorstellung von mir einsteige, nochmal kurzen Überblick, was Sie heute Abend erwartet. Also ich erzähle kurz ein bisschen was über meine Arbeit, was ich mache, was ich auch am ZFN mache. Und dann steigen wir natürlich ein in den Überblick, was in dieser Kinderheilkunde-Ausbildung passiert und was die besonders macht. Und am Ende gebe ich noch ein kleines Praxisbeispiel. Und ich denke, dann haben wir, glaube ich, einen ganz guten Überblick. Ja, und nochmal zu mir. Also, das sehen Sie ja auch alles oder seht ihr, ich weiß immer nicht, in Berlin duzt man immer alle ganz schnell. Ich hoffe, das ist soweit in Ordnung. Dass ich alle möglichen Dinge mache. Ich bin auch Kleingärtner und Imker und erzähle also dann immer gerne auch Beispiele aus dem Garten oder von den Bienen. Und habe auch viele, viele Jahre Dozentenerfahrung, unter anderem in der Heilpraktikerausbildung im Institut für Phytotherapie in Berlin. Das ist eine Heilpraktikerschule, die es leider nicht mehr gibt, die damals gegründet worden ist, unter anderem von meinem Lehrer Klaus Krämer, den es leider auch nicht mehr gibt. Also der guckt uns jetzt wahrscheinlich vom Himmel aus zu und lacht sich schlapp über das, was ich erzähle. Aber das ist so ein bisschen meine geistige Heimat, deshalb erzähle ich das ein bisschen ausführlicher, weil da ging es wirklich ganz schwerpunktmäßig um Pflanzenheilkunde und die Pflanzenheilkunde ist für mich auch immer so ein bisschen die Basis für das Verständnis von Mensch, von Medizin, von Pathologien, von vor allen Dingen Gesundheitsförderung, weil man mit den Pflanzen unheimlich viel machen kann. Und die kann man eben auch anfassen, die sind da, die kann man kennenlernen, so dass man mit einem sehr konkreten einem sehr konkreten Mittel umgeht. Und ich arbeite sehr viel damit, auch individuelle Tees zusammenzustellen. Das ist wenn die auch die Kinder bei Erwachsenen sowieso die sehen es ja ein, aber die meisten Kinder trinken die Tees also auch. Da gibt es dann tatsächlich sogar einen extra Kurs am ZFN. Individuelle Teetherapie, da mache ich das nochmal so 4 Abende ausführlich. Aber das ist so ein bisschen die Basis von meiner Arbeit mit Kindern. Und das wird dann ergänzt durch die entsprechenden Mittel. Das können dann Schwestersalze sein, das können Nahrungsergänzungsmittel sein, eher seltener bei Kindern, aber eben auch Komplexhomöopathika, einzelhomöopathische Mittel. Naturheilkundliche Anwendung, Wickel und so weiter. Das bastelt sich dann zu so einem Gesamtkonzept und das hat sich nur in den letzten, ja, 25 Jahren bei mir so entwickelt. Und das heißt, was ich unterrichte in dem Kurs, ist letztlich das, was ich tue in der Praxis. Und ich freue mich jetzt immer, ich kriege aus dem ersten Kurs immer mal wieder so eine Rückmeldung von Teilnehmenden, die dann sagen, Mensch, das funktioniert ja wirklich. Und das kann ich auch guten Gewissens sagen. Also das, was ich da erzähle in dem Kurs, das ist so lange erprobt, das funktioniert in der Regel auch. Und ganz kurz noch zu mir, es steht hier auch drauf, ich schreibe also auch Artikel, ich habe auch ein Buch geschrieben über das Thema Viruserkrankung, ganzheitlich behandeln. Das ist vor 1,5 Jahren erschienen im Humboldt Verlag. Und mein körpertherapeutischer Hintergrund, der befähigt mich dann auch Trainings und Workshops zum Thema Stressvermeidung, Konzentrationsförderung, Kommunikation und so weiter zu geben. Und in dem Kontext auch noch eine zweite Bemerkung. Ich mache einen Workshop im November im ZFN in Präsenz, der mir sehr am Herzen liegt. Das ist das Thema Körpertherapie nach Kaiserschnitt und zwar für die Frauen, also für die Mütter, nicht für die Kinder, sondern wirklich mal auf die Mütter zu schauen, wie es denen geht. Und da kann man mit Körpertherapie sehr, sehr viel machen. Soweit erstmal vielleicht als Überblick. Es gibt auch noch einen anderen Kurs, das ist Konstitutionstherapie.
Aber wir wollen uns ja heute mit der Kinderheilkunde beschäftigen. Und da ist vielleicht als erstes mal zu sagen, ich lasse die Folien jetzt hier mal so stehen und erzähle so ein bisschen frei von der Leber weg. Ich glaube, das Wichtigste, das man erstmal verstehen muss, ist, dass Kinder keine kleinen Erwachsenen sind. Das wird sehr oft verwechselt. Und ich glaube, es braucht tatsächlich einen sehr speziellen Zugang zu den Kindern und zu der Kinderheilkunde. Wir haben ja in der Naturheilkunde sonst sehr oft die Situation, dass wir es uns ein bisschen bequem machen können. Ne? Die Leute kommen zu uns meistens mit Problemen, die die konventionelle Medizin nicht lösen kann. Die sind in gewisser Weise an- oder auch sogar austherapiert. Und dann können wir uns eben zurücklehnen und sagen, das dauert. Und das dauert, klappt eben bei Kindern eher selten, weil die Kinder haben eben immer auch akute Geschichten. Und bei diesen akuten Geschichten muss das, was wir tun, schnell funktionieren. Sonst kommt eben wieder die Chemiedusche, sprich die Antibiose oder das Cortison oder ähnliche Sachen. Und das ist dann sehr, sehr spannend. Und es ist aber auch sehr, sehr lehrreich, weil wir tatsächlich dann auch sehen, wie viel wir eigentlich machen können und auch in den Akutsituationen die Naturheilmittel eben auch schnell wirken. Also wir haben wirklich sehr, sehr gute Alternativen. In ganz vielen Fällen haben wir sogar keine Alternativen, sondern wir haben als einzige Mittel, die da wirken, weil die konventionelle Medizin ja letztlich gar nicht so viel hat. Die haben Antibiotika, die haben Cortison, die haben vielleicht noch ein Schleimlöser und dann ist ja schon fast das Ende der Fahnenstange, was da medikamentös zur Verfügung steht. Und wir haben ein unglaubliches Spektrum an Mitteln, an Möglichkeiten, wo wir also, sagen wir mal, zwischen man tut gar nichts und wartet ab, was viele Ärzte ja mittlerweile, man muss fast sagen, Gott sei Dank auch schon machen und nicht gleich mit Kanonen auf Spatzen schießen. Und der Situation, dass es wirklich lebensgefährlich wird. Und dann sind wir hoffentlich so ideologiefrei, dass wir auch froh sind darum, dass es diese Möglichkeiten gibt. Also mir ist es immer ganz wichtig, auch Brücken zu schlagen und keine Gräben aufzuwerfen. Und natürlich hat die konventionelle Medizin ihre Berechtigung. Und wer wollte auf eine notwendige Operation verzichten oder auf ein notwendiges lebensrettendes Antibiotikum oder bei einem Asthmaanfall auf ein Cortisonspray? Da sind wir ja unglaublich froh und wir müssen uns auch als Heilpraktiker ehrlich zu uns sein und sagen, wir arbeiten natürlich immer mit dem Sicherheitsnetz, wenn es denn wirklich lebensgefährlich wird und wir nicht mehr weiterkommen mit unseren Mitteln. Dann haben wir eben diese Medizin im Hintergrund, über die wir vielleicht auch manchmal ganz gerne so schimpfen und auch mit Recht schimpfen, weil ja vieles, was da passiert, auch tatsächlich nicht so toll ist. Ne? Das erstmal vorneweg. Also Kinderheilkunde bedeutet, dass man sich also auch traut, in die Situation zu begeben, dass man mit akuten Krankheiten umgeht und zwar eigentlich dauernd. Und das heißt auch, dass eben vielleicht dann Freitagnachmittag oder wenn man die Telefonnummer rausgibt, auch Sonntagvormittag eine Mutter anruft und sagt, oh, mein Kind hat Ohrenschmerzen, was soll ich tun und so weiter. Das muss man so nicht machen. Ich mache das schon so, wenn ich weiß, da sind Kinder dolle krank oder ich möchte die natürlich da rausholen aus diesen Schleifen und dieser Logik von Antibiotikagaben immer wieder und so weiter, dass ich dann durchaus auch erreichbar bin. Und ich sage den Eltern dann auch, ihr könnt mich gerne anrufen, wenn Not am Mann ist. Die Leute inflationieren das eigentlich nicht. Aber das ist so ein bisschen meine Haltung. Und das ist natürlich auch eine Haltung, die man entwickeln kann und über die ich in der Kinderheilkunde ausbilde, auch relativ viel erzähle. Das ist nämlich einfach der Umgang mit Krankheit, der Umgang mit Kindern, der Umgang mit den Eltern, was ja eine Riesenrolle spielt. Ja, es gibt ja immer diesen Satz, wo jemand kommt und sagt, ah, Herr Brieschke, helfen Sie mir, mein Kind ist krank. Ja, also das Kind dann auch mitunter der Symptomträger in der Familie ist. Also man sehr viel auch in diesem Umfeld gucken kann und schauen, was passiert denn da eigentlich, wo wächst denn du auf, Kind? Ne? Und das beziehen wir also alles mit ein in unsere Haltung. Aber natürlich machen wir eine ganz ausführliche Anamnese. Wir machen eine vernünftige Diagnostik und dann bauen wir unser therapeutisches Vorgehen
schrittweise auf. Aber es geht eben tatsächlich darum, und das ist leider unsere heutige Zeit. Ja, einerseits haben die Leute eine wahnsinnige Informationsüberflutung übers Internet und wissen über alles wahnsinnig viel Bescheid, aber eigentlich haben sie keine Ahnung, weil sie nämlich keine Erfahrung mehr haben und weil das Erfahrungswissen, was über früher, über die Großeltern und so weiter tradiert worden ist, immer mehr verloren geht. Das heißt, wir erleben eigentlich Eltern, gerade Ersteltern, die extrem verunsichert sind. Und ganz viel von meiner Arbeit ist auch erstmal Vertrauen herstellen, ist die Eltern ins Boot zu kriegen, ist wirklich eine Sicherheit zu vermitteln. Hey, da kann man was machen und ihr müsst nicht. Und also da gibt es ganz viel, was wir in der Ausbildung auch zu besprechen haben. Wie geht man einfach damit um? Was haben wir für eine Haltung zu Gesundheit und Krankheit? Weil es ist ja klar, Kinder werden krank, Kinder müssen krank werden, damit sie also auch ihrem Immunsystem beispielsweise aufbauen. Das ist also auch Teil der menschlichen Bedingungen, krank zu werden. Da können wir also auch selber ganz viel lernen über unsere eigenen Grenzen. Wir lernen was über die Mittel, wir lernen die Konstitution der Kinder kennen. Also da gibt es, wenn man Lust hat, sich auf diese Akutsituation einzulassen, die immer wieder auftaucht, gibt es wahnsinnig viel zu lernen. Also das ist unglaublich toll. Und es ist natürlich ganz, ganz, ganz dankbar, wenn man dann erlebt, wie verunsicherte Eltern mit der Zeit ein Vertrauen fassen in die Naturheilmittel, in ihre Kinder, in die Selbstheilungskräfte, wie das dann beim zweiten Kind anders aussieht. Und wenn ihr dann an einem Punkt seid, wo junge Eltern mit 20 Jahren oder 25 kommen mit ihren eigenen Kindern und man die dann fragt, wie habt ihr denn den Weg zu mir gefunden? Die dann sagen, ja, ich war doch als Kind immer bei ihnen. Und dann denkst du so, okay, erstens denkt man dann, naja, ich bin jetzt doch schon ganz schön alt. Aber andererseits ist es natürlich super erfreulich, wenn man dann sieht, wie also solche Dinge dann nachwirken. Und das sind also Sachen, die kann man, glaube ich, nur aus der Erfahrung erzählen. Und das ist, glaube ich, eine der ganz wesentlichen Sachen, dass wir wirklich Erfahrungsheilkunde machen und auch Erfahrung vermitteln. Also ein Teil von unserer Arbeit ist tatsächlich auch, wie soll ich das sagen, so ein bisschen pädagogischer Natur, dass wir also die Eltern auch an der Hand nehmen und sie immer wieder erinnern, wie geht denn das hier eigentlich? Und dass wir eben nicht versuchen, so eine, ich sage dann immer scherzhaft, Schulmedizin mit Umweltengel zu machen und in diesen Kampf gegen die Krankheit und das Kind muss immer gesund sein, sonst ist was schief gegangen und dann gibt es schlechtes Gewissen und so weiter. Dass wir da also nicht einsteigen, sondern dass wir eben eine wirklich vernünftige Naturheilkunde machen und eine ganzheitliche Medizin, die ganz viel wirklich bewirken kann, aber eben nicht Krankheit zum Verschwinden bringen will, sondern die Gesundheit fördert. Das ist doch der eigentlich entscheidende Punkt. Wir arbeiten gesundheitsfördernd. Und das heißt eben auch, dass die Kinder krank werden dürfen und wir sie dadurch begleiten. Und idealerweise sind die Kinder ja nach einem durchgemachten akuten Infekt gesünder als vorher. Also nicht nur wieder gesund, sondern gesünder. Also das heißt, ein gut begleitete, gut durchgemachte Erkrankung ist gesundheitsfördernd. Also da verändern sich dann auch Haltungen und Meinungen zu diesem ganzen Thema. Hier ist so ein bisschen aufgeschrieben, was sind die Inhalte der Ausbildung, ne, die Grundlagen. Ich habe jetzt das schon so ein bisschen aufgeführt, erzählt, nochmal vielleicht zur Materia Medica. Ne, also meine individuelle Pflanzenheilkunde ist eine Basisbehandlung. Bei mir geht eigentlich kaum jemand ohne ein Teerezept aus der Praxis. Wie gesagt, da gibt es im September nochmal 4 Abende so ein extra Kurs dazu, wer sich da besonders für interessiert. Aber das wird in der Kinderheilkunde also auch immer wieder besprochen. Das ist auch in meinem Buch, da gibt es auch ganz viele Teebeispiele. Aber natürlich muss man da auch die Pflanzen zu kennen. Die werden wir, also die wichtigsten Kinderpflanzen werden wir auch besprechen. Wir gucken natürlich die Schüsslersalze an, eine sehr einfaches System, weil es eben nicht so wahnsinnig viele Mittel sind. Wenn man die Ratio dahinter versteht, dann kann man da sehr viel mitmachen. Und dann viele anthroposophische Mittel, einfach aus dem Grund,
die anthroposophische Medizin, die hat nun mal Gott sei Dank noch eine sehr große Lobby. Das heißt, diese Mittel werden wir auch noch lange zur Verfügung haben. Und dann gibt es so ein paar Firmen, mit denen ich gerne arbeite, die ich natürlich dann auch erwähne. Das ist dann zum Beispiel die Firma Katwiga, die sehr den Heilpraktikern die Treue gehalten hat, anders als zum Beispiel Madhouse, die es ja jetzt mittlerweile auch gar nicht mehr gibt. Und dann gibt es vielleicht noch Hehl oder so ein paar andere Firmen, die wo ich einfach bewährte Mittel, die ich dann verwende, also Komplexmittel, natürlich homöopathische Einzelmittel, Naturheilmittel, der geriebene Apfel mal, die Kohletablette, also das sind natürlich auch ganz einfache Sachen, die man kennt. Und die werden dann in ein sinnvolles Therapiekonzept eingebaut. Natürlich gucken wir uns auch an, wo die Grenzen unserer Arbeit sind. Das muss sein, aber ich bin immer wieder überrascht, wie weit diese Grenzen eigentlich gesteckt sind. Ich sage den Eltern dann auch immer, wissen Sie, ich behandle nicht nur Schnupfen, ich behandle auch Lungenentzündung und das geht auch. Und dann sind die am Anfang so skeptisch, aber wenn man dann mit der Zeit die begleitet, dann zeigt sich doch, was das alles kann. Ne? Was sind Themen, die wir da jeweils dann angucken? Natürlich geht es erstmal auch um Prävention, also wie stärke ich die Kinder, wie stärke ich die Gesundheit. Dann geht es natürlich darum, wie behandle ich akute Infekte. Ein ganz wichtiger Punkt, der sehr gerne vernachlässigt wird, vor allen Dingen von der konventionellen Medizin, aber leider auch in der Naturheilkunde, ist die Nachbehandlung von Infekten und die Rekonvaleszenz. Also wie kann man dann dahinterher, wenn die, ich sage es mal scherzhaft, die Party vorbei ist von diesem Infekt, wie kann man dann hinterher die Wohnung wieder aufräumen? Da gibt man dann vielleicht Lymphmittel oder so. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der mir sehr wichtig ist, weil diese wirkliche Rekonvaleszenz, die führt nämlich am Ende erst zur Gesundheitsförderung, dass die Kinder dann hinterher fit sind. Okay, nochmal die Einladung, wenn es Fragen gibt, rein in den Chat oder sich melden. Weil ich kann einfach sehr, sehr lange am Stück reden, aber das ist ja vielleicht auch kein Fehler als Dozent. Ich habe jetzt viel über akute Sachen behandelt. Man kann sagen, eine Kinderheilkunde baut sich auf, wenn sie vernünftig ist, hat drei Ebenen. Die eine ist also die Akutbehandlung. Das kann in gewissen Grenzen die konventionelle Medizin auch, ja. Aber wir versuchen eben die akuten Infekte ohne Chemie zu behandeln, im Sinne schon des BIOS, im Sinne der Selbstheilungskräfte. Das ist eine wichtige Voraussetzung. Dann gibt es aber natürlich, entweder kommen die Leute zu uns, weil sie eben Naturheilkunde wollen, oder sie kommen, weil, naja, jetzt hat das Kind schon dreimal Mittelohrentzündung gehabt und es hat schon dreimal Antibiotika bekommen und jetzt wollen sie Röhrchen ins Ohr setzen und kann man da noch was machen? Also sie kommen im Grunde genommen mit subakuten oder chronischen Zuständen. Natürlich das Riesenthema Neurodermitis ist ja klar, da kommen viele mit ihren Kindern dann in die Naturheilpraxis. Aber wir haben also die zweite Ebene, sind die subakut-chronischen Zustände, die wir also dann sehr gut behandeln können, wo die konventionelle Medizin schon erstmal eigentlich nicht so viel hat und wo sie dann gar keine, nicht mal mehr eine Idee von hat, ist die Konstitution. Also die Konstitutionsbehandlung ist eigentlich ein Paradoxon, weil die Konstitution kann man nicht behandeln, die kann man nur stärken oder man kann auf diese Bedingungen eingehen. Man müsste also eigentlich sagen, eine Behandlung von Kindern auf der Basis der Konstitutionsbetrachtung. Das hat sich in der letzten Zeit als so relevant erwiesen und ich habe auch gemerkt, dass es diesen Rahmen des Kurses von 12 Abenden komplett sprengt, dass ich das also nochmal rausgenommen habe. Also es wird in dem 12 Abenden Kinderheilkundekurs immer wieder auf die Konstitution Bezug genommen. Aber wen das wirklich speziell interessiert, das wird nochmal auch in einem 4 Abenden Extrakurs wirklich nochmal vertieft, dass man also diese Ebene nochmal ganz, ganz genau anguckt, weil das hat sich mir als sehr, sehr wichtig erwiesen. Und natürlich ist klar auch, ne, 25 Jahre Erfahrung an 12 Abenden in 24 Stunden zu vermitteln, ist natürlich
ein, sagen wir mal, heroisches Unterfangen. Das kriegen wir aber doch relativ gut hin. Also ich war dann auch wirklich überrascht, wie viel Stoff man doch in diese Zeit bekommt. Und die Zusammenarbeit war also auch immer sehr, sehr schön. Es gab dann auch oder gibt immer die Möglichkeit, zwischen den Abenden Fragen zu schicken. Ich habe öfter dann auch von Teilnehmenden Fallbeispiele gekriegt, die ich teilweise auch wieder im Kurs verwendet habe. Aber ich habe also immer mich bemüht, die Sachen zu beantworten. Und es gibt auch durchaus zwischen den Abenden sowas wie kleine Hausaufgaben. Also dass man wirklich sagt, ich beschäftige mich jetzt diese 3 Monate oder 3,5 Monate, die das dauert, der Kurs, intensiv mit Kinderheilkunde. Ich beschäftige mich auch über die reinen Abende hinaus. Sie können natürlich die Abende selber auch immer nochmal anhören. Die sind ja ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr im Netz. Also wenn Sie auch mal einen Abend nicht da sind, dann können Sie es nachhören. Sie können sich es immer wieder anhören, wenn Sie oder ihr nicht genug kriegen können von mir. Aber also diese Möglichkeit besteht, aber wir wollen das wirklich vertiefen, was da geht. Und dann vielleicht noch mal so ein bisschen so ein Themenüberblick. Ich frage mich gerade, wieso das hier nicht zu verschwindet. Klar, wenn wir also die Kinderheilkunde uns so ein bisschen eingegroovt haben, dann fangen wir natürlich am Anfang an. Also das Erste, was wir mal so angucken, sind akute Infekte. Aber dann guckt man natürlich, wenn man so eine Anamnese durchgeht, dann fragt man natürlich auch, hey, wie war denn die Schwangerschaft? Wie war denn die Geburt? Dann fängt ein Teil der Mütter schon mal an zu heulen, weil es nämlich nicht so gelaufen ist, wie sie sich das vorgestellt haben. Dann hat man möglicherweise eine Kaiserschnittgeburt gehabt oder es gab ein Frühchen oder es war also nicht so, wie das so in den Träumen so sich, wie man sich das so ausgemalt hat. Und dann hat man schon gleich auch einen Punkt, wo man vielleicht schon mal ansetzen kann, auch das Ganze so ein bisschen systemisch zu betrachten. Und wie gesagt, nochmal, klar mache ich jetzt Werbung, aber mir liegt dieses Thema Kaiserschnitt wirklich am Herzen, weil ich habe so viele Frauen mittlerweile damit begleitet und da auch durch ganz schlimme Zustände mit der Körperarbeit und da kann man extrem viel machen. Also das ist wirklich toll. Das wird im Kurs nicht Thema sein, aber natürlich kann man Müttern und Kindern Mittel geben, die helfen, das so ein bisschen besser zu verdauen. Wir haben ja auch bei Kaiserschnittkindern eine sehr viel höhere Anfälligkeit für Atemwegserkrankungen, für Asthma und so weiter, weil die einfach dadurch, dass die nicht durch den Geburtskanal müssen, da werden sie ja ausgewrungen, da wird also die ja vorher flüssigkeitsgefüllte Lunge wird einmal so wie so ein nasses Handtuch ausgewrungen und dann, wenn die dann den ersten Atemzug tun, dann ist das gleich viel besser getrocknet. Das heißt, die Anfälligkeit in dem Bereich ist sehr viel geringer. Also da kann man, das muss man alles Sachen, die muss man wissen, da muss man sich mit beschäftigen und dann gibt es natürlich Mittel und Möglichkeiten, dass man das, die Statistik ist eben nur die Statistik, dass man das also für das individuelle Kind alles auffängt. Ne? Und dann haben wir natürlich so Themen wie Impfungen, da kann man auch mal ein bisschen drüber reden, das ist natürlich ein Reizthema, muss man auch gucken, dass man da sich nicht in so ideologische Geschichten verstrickt, aber auch darüber sprechen wir. Klar, Entzündungen, akute Infekte, Umgang mit Fieber ist ein Riesenthema, dass wir da auch schauen, dass wir eine Haltung entwickeln. Und dann gehen wir natürlich durch alle gängigen Erkrankungen im Kindesalter durch. Ja, also Atemwege, Lunge, Verdauung, Harnwegsinfekte. Haut ist natürlich ein Riesenthema. Es gibt immer wieder Praxisbeispiele. Wir gucken, wie kann man mit schulmedizinischer Behandlung umgehen? Was macht man nach Infekten? Was macht man nach Antibiotikagaben? Da sind ja ganz viele Sachen, die es zu beachten gilt. Und ja, das werden wir alles ausführlich uns angucken. Ne? Und jetzt kommt noch mal so ein bisschen sowas, was ich schon habe anklingen lassen. Es gibt natürlich einen riesen Bereich, wo wir mit unserer Erfahrungsheilkunde und letztlich machen wir ja auch eine, ne, wie soll man das differenzieren? Ich versuche den Leuten auch immer klarzumachen, guck mal, es gibt die konventionelle Medizin, die versucht,
Dinge zu standardisieren. Die standardisieren ihre Mittel, die standardisieren den Wirkstoffspiegel, die standardisieren ihre Therapie. Da gibt es Leitlinien, an die sich manche Ärzte nicht immer halten, aber also es wird alles versucht, letztlich zu automatisieren. Der Mensch ist boshaft extrem gesagt eine zu reparierende Maschine und das Kind ist eben ein, wie soll man sagen, fragiles Ding, was man um jeden Preis gesund erhalten muss, auch um den Preis von Spätfolgen, Nebenwirkungen und allem Möglichen. Das wird dabei alles gar nicht betrachtet. Das ist jetzt sehr boshaft. Ich habe mich ja schon geäußert darüber, dass ich konventionelle Medizin, wenn man sie braucht, unheimlich toll finde. Aber wir brauchen sie eben ganz oft nicht. Und es gibt einfach Bereiche, wo wir etwas völlig anderes machen. Wir haben einen ganz anderen Ansatz. Wir haben einen gesundheitsfördernden oder man könnte auch sagen salutogenetischen Ansatz, eben keinen pathogenetischen Ansatz. Das ist extrem wichtig. Es unterscheidet uns und wir müssen uns in keiner Weise verstecken. Wir können mit großem therapeutischen Selbstbewusstsein an die Dinge rangehen. Gut, in meiner Ecke kennen mich natürlich auch die Kinderärzte mittlerweile. Die wissen auch, der Briefke macht keinen Quatsch. Und ab und zu kommt dann auch mal jemand und sagt, ja, wie haben Sie denn eben meine Nummer gekriegt? Ja, die Kinderärztin hat gesagt und die hat auch, und da war schon mal ein Kind mit diesen chronischen Harnwegsinfekten und dem haben sie gut geholfen und da hat die gesagt, probieren Sie doch mal. Ja, es gibt natürlich auch Kinderärzte, die sagen, da können Sie Geld gleich zum Fenster rausschmeißen und zum Heilpraktiker gehen. Aber eigentlich nochmal, ich möchte Brücken bauen, ich möchte keine Gräben aufwerfen. Ich sage den Leuten auch immer, erzählen Sie dem Arzt, dass Sie zu mir gehen, damit wir ins Gespräch kommen. Die haben natürlich auch keine Zeit, aber das ist ja egal, dass man zumindest voneinander weiß, das ist mir wichtig. Ja? Und wir sind wirklich, wir haben ganz viele Sachen, wo wir unheimlich viel tun können, wo wir richtig gut sind. Und wirklich Erfahrungsheilkunde, eine ganzheitliche Medizin, die einfach konkurrenzlos ist zur Schulmedizin. Das können die einfach nicht. Ja? Ich meine, ich kann keinen Blinddarm operieren, aber ich kann chronische Zustände, ich kann Neurodermitis behandeln. Da steht die Schule davor und sagt, ja, wir können Cortison schmieren. Und das war's aber auch. Und ich meine, das ist ja auch am Ende unheimlich frustrierend. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben 7 Jahre Ausbildung gemacht und dann können Sie nur Cortison draufschmieren. Und wenn man anguckt, wie viel Mittel wir haben, wie viele Möglichkeiten, wie viele Betrachtungsweisen, wie wir den ganzen Organismus angucken, das ganze Kind mit seinen, ne, das, ich meine, dass Haut und Darm sich irgendwie zusammenhängen, das hat sich jetzt mittlerweile auch bei den Kinderärzten rumgesprochen. Aber wie viel mehr Aspekte es da noch gibt, die wir alle berücksichtigen können, ja. Und bei solchen Geschichten, die mehr so ins Psychosomatische gehen. Also es gibt so ganz, ganz, ganz viele Aspekte, wo wir unheimlich viel tun können in der Elternberatung und so weiter. Und ja, da kann ich wirklich nur einladen und empfehlen, sich da gut auszubilden, weil damit fängt es halt auch an. Und ich meine, wenn man eine Praxis macht und man hat da Lust drauf, natürlich kommt dann irgendwann, sagt die Mutter, na ja, ich wollte mal fragen, ich habe immer Migräne, können Sie da auch was machen? Oder meine Mutter, also dann kommt die Oma mit und irgendwann, wenn der Vater dann kommt, das ist leider auch immer noch ganz viel, so die konventionellen Familiengeschichten, wenn der Vater dann mal mitkommt, dann weiß man so, jetzt hat man gewonnen, dann hat man die ganze Familie. Und das ist also eigentlich schön, so arbeite ich halt gerne. Das ist vielleicht auch damit ihr oder sie eine Idee haben, wer ist denn der Briefke eigentlich, der da jetzt diese Ausbildung konzipiert hat und es unterrichtet. Mein Ideal ist halt eine wirklich gute handwerkliche Naturheilkunde mit einem gesunden Menschenverstand, mit einem fundierten medizinischen Hintergrund und letztlich so ein bisschen so dieser in Anführungszeichen Landarzt, ja, also der dann auch noch den Hund mit behandelt, der die ganze Familie kennt, der weiß, wo die wohnen, und der einfach nah dran ist an den Leuten, ja. Und alleine dieses nah dran, das gibt es ja heute kaum noch. Also wenn man jetzt 2 Stunden beim Kinderarzt im Wartezimmer gesessen hat, dann 5 Minuten drin ist und davon ist der 2 Minuten noch mit seinem Computer beschäftigt,
dann kann ja nur ein standardisiertes Rezept rauskommen. Also ich kann vielleicht noch eine kleine Anekdote erzählen, wo unsere Kinder klein waren und meine Frau irgendwann ausflippte und sagte, du mal mit deinem Kügelchen und der hat Husten und das ist ganz gefährlich und ich gehe jetzt zum Kinderarzt. Und ich glaube, sie sagt, ey, du kannst jetzt zum Kinderarzt gehen. Ich kann dir jetzt sagen, der hat eine rechtzeitige Bronchitis und der Kinderarzt wird dir dann ein Antibiotikum aufschreiben und einen Schleimlöser und abschwellende Nasentropfen. Und weil du dann so ein bisschen guckst und fragst, ob es nicht noch irgendwie was Natürliches gibt, schreibt er dir auch noch Bronchipret auf. Das ist so das wahrscheinlich einzige Naturheilmittel, was er kennt, was auch gut ist, ja. Vorher hast du aber 3 Stunden im Wartezimmer gesessen. Ist mir egal, ich gehe jetzt. Dann kam sie nach 3,5 Stunden wieder und sagte, und? Naja, ist genauso gekommen, wie du gesagt hast. Und ich will damit nicht über die Ärzte lästern, weil die haben ihre Bedingungen und wenn ich irgendwie 100 Kinder am Tag, alle krank und in irgendwelchen Erkrankungswellen, dann kann man das auch nur so machen. Ja, ich will nur sagen, wir machen was wirklich anderes und wir können mit großem Selbstbewusstsein dann uns die Zeit nehmen, wir können die Leute gut begleiten und wir machen eben wirklich Gesundheitsförderung. Also wenn die Leute eine Weile bei uns in Behandlung sind, dann werden die Kinder weniger krank. Und dann hat man auf einmal eine Situation, dass die Eltern erzählen, ja, nö, die in der Kita sind alle krank und bei uns ist alles gut. Und dann entwickelt sich auch sowas wie eine Hausapotheke. Das heißt, die Leute wissen dann auch schon, ja, bei dem Husten kann ich mal den Tee geben oder das Mittel. Also wir machen Gesundheitsförderung und wir machen auch Gesundheitserziehung. Also da entsteht ganz viel und dann eben wieder Erfahrung bei den Leuten, die dann wieder weitergegeben wird. Also ich bin da ganz begeistert tatsächlich. Das merkt man ja vielleicht auch, weil wir wirklich so viel tun können, auch im gesellschaftlichen Sinne, wenn wir uns eben nicht in irgendwelche Ideologien versteigen. Und das muss man leider auch sagen. Ich meine, in den letzten Jahren ist so auf die Heilpraktiker eingeschlagen worden. Man hat ja das Gefühl, man muss sich schon rechtfertigen, dass man kein Verschwörungstheoretiker ist oder Rechtsextremist oder keine Ahnung. Also irgendwie, wo man denkt, so Leute, so geht es ja jetzt auch nicht. Aber wir sollten eben dieses Gräben aufwerfen, einfach nicht mitspielen, sondern einfach dann damit antworten, dass wir einfach eine gute Arbeit machen und die Leute dann sehen, okay, das funktioniert, das kann so Quatsch nicht sein. Ne? Genau, und in diesem Kurs werdet ihr also oder werden Sie also auch lernen, wie gesagt, wie geht man mit den gängigen Krankheitsbildern um, was sind vernünftige Therapiekonzepte, wie stellen wir uns zu dem vorgeschlagenen Maßnahmen des Kinderarztes, der konventionellen Medizin, ne? Ja, der hat jetzt schon so oft Bronchitis, der braucht jetzt Cortison-Dauertherapie, weil sonst entwickelt er ein Asthma und so weiter. Also das werden wir ausführlich besprechen, da werde ich jetzt so im Detail jetzt nicht mehr drauf eingehen. Konstitution ist ein Thema, ne? Aber Sie kriegen also ja auch ein ausführliches Skript über die Folien und da sind dann wirklich erprobte Therapiekonzepte, die man dann auch erstmal nehmen kann und auf der Grundlage kann man dann natürlich in der Praxis weiterlernen, die eigenen Erfahrungen machen, die eigenen Lieblingsmittel entwickeln, das eigene Vorgehen. Aber sie haben auf jeden Fall eine sehr sinnvolle, vernünftige Vorgehensweise zu letztlich allem, was einem da in der Praxis so üblicherweise mit Kindern begegnet. Ja, und das ist eigentlich, wenn man es zusammenfasst, das Ziel des Lehrgangs. Ne? Ich lese das mal vor. Die Befähigung, Kinder auf der Basis rationaler therapeutischer Vorgehensweisen ganzheitlich zu behandeln. Dabei beinhaltet therapeutisches Selbstbewusstsein auch das Wissen um die eigenen und methodischen Grenzen. Die Anwendungen sind für die Praxis gedacht, können aber auch im Hausgebrauch Verwendung finden. Das heißt also, wenn jetzt jemand von euch, von Ihnen noch in der Ausbildung ist oder einfach nur 5 Kinder hat und nicht Heilpraktikerin ist, dann kann man diesen Kurs trotzdem mitmachen. Er ist natürlich ganz klar ausgerichtet auf Leute, die in der Praxis sind oder in die Praxis wollen und damit einfach arbeiten. Aber es ist auch natürlich für den Hausgebrauch und viele Sachen muss man auch erstmal an sich selber ausprobieren. Und wie gesagt, es entsteht dann eben auch eine naturheilkundliche Hausapotheke.
So, das erstmal soweit zum inhaltlichen Diskurses. Vielleicht jetzt nochmal die Gelegenheit, die ein oder andere Frage dazu zu stellen. Ich würde da noch ein kleines Beispiel machen zu einer Erkrankung, zum Thema Mittelohrentzündung. Aber das vorher vielleicht nochmal die Gelegenheit. Möchte jemand eine Frage stellen? Gibt es irgendwas, was jetzt so offen ist oder der möge jetzt sprechen oder schreiben, sonst gehe ich einfach mal weiter. Okay, das muss man vielleicht auch erstmal üben, dann so in den Chat zu schreiben. Aber wie gesagt, in der Ausbildung war ich immer sehr froh, dass wir da gut ins Gespräch gekommen sind. Hier mal ein Praxisbeispiel, ja? Also, das kennen Sie ja wahrscheinlich alle. Viele Kinder haben immer mal Ohrenschmerzen, haben Otitis media. Ja? Und wie gehen wir dann vor? Das soll einfach mal so ein kurzes Praxisbeispiel sein aus der Ausbildung. Genug trinken ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt. Weil Ohr und Blase irgendwie zusammenhängen, das weiß man aus der Augendiagnose oder auch aus der chinesischen Medizin. Also, die Mutter ruft an, beziehungsweise die kommen vorbei, und Kind hat Ohrenschmerzen. Ja? Jetzt muss man also in dem ersten Schritt die akute Geschichte erstmal angucken. Man muss also erstmal gucken, was ist hier los, die Lage einschätzen, welche Symptome sind da, wie schlimm ist es. Welche Anamnesefragen muss man stellen? Welche Untersuchung? Brauchen wir eine weitere Diagnostik? Es wird bei einer einfachen Mittelohrentzündung wird's in der Regel keine weitere Diagnostik notwendig sein. Und da muss man wahrscheinlich, wenn es wirklich akut, akut ist, nicht mal ins Ohr gucken, weil es einfach furchtbar wehtut und das Kind einen gar nicht ins Ohr gucken lässt. Aber wenn es eben nur subakut ist, dann guckt man jetzt ins Ohr. Lassen die Lymphknoten ab und machen Untersuchungen, besprechen mit der Mutter und dann gucken wir mal, was dann zu machen ist. Ah, jetzt kommt hier doch eine Frage. Barbara hat geschrieben, ich arbeite nicht invasiv, daraus generiert sich für mich keine Frage. Vielleicht kannst du das nochmal erläutern, was du damit meinst. Und Eileen schreibt, sie hat ein Kind. Ah, okay. Ich sage jetzt erstmal was zu Aline. Also natürlich ist es mit dem Kind schwierig, live an dem Kurs teilzunehmen. Es ist schön, wenn man das schafft, wenigstens ab und zu mal, wenn man dann natürlich direkt Fragen stellen kann. Aber Sie können natürlich oder du kannst natürlich den Kurs auch buchen und ihn dann hören, wenn das Kind Mittagsschlaf macht. Also das ist überhaupt gar kein Problem. Und das ist natürlich auch was für die Basis für das eigene Kind, aber es ist natürlich auch schön, das dann weiterzugeben. Barbara schreibt, sie arbeitet nicht invasiv. Das tue ich auch nicht. Also bei mir kriegen Kinder keine Spritzen oder Infusionen. Das ist also. Gibt es vielleicht mal die Möglichkeit, dass man sagt, okay, bei einer Lungenentzündung ist es vielleicht sinnvoll, mal paravertebral, also an der Brustwirbelsäule, zu quaddeln, wenn man das möchte. Also das sind Sachen, das mache ich in seltenen Fällen auch mal, aber dann sind das Situationen, wo es eben so kurz vor Klinikeinweisung steht, da und wo das Kind vielleicht dann auch schon 10 ist, also das auch einsehen kann, dann, das sind so Grenzfälle. Aber im Sonst arbeite ich also mit Tees, mit Mitteln, aber nicht mit Spritzen oder Infusionen. Also es ist nicht mein Vorgehen. Ne? Aber natürlich mache ich bei einer Mittelohrentzündung einen Zwiebelwickel. Das ist klar. Ne? Aber das ist ja nicht invasiv. Okay, also nochmal zurück. Schritt 1, wir haben uns also die Lage klar gemacht. Wir haben die akute Situation erfasst. Und jetzt kommt Schritt 2, wir klären die Eltern auf. Gucken nochmal, was empfiehlt die Schule, was sagen die Leitlinien. Die Leitlinie sagt, bei einer einfachen Mittelohrentzündung abwarten. Da steht also nichts von Antibiotika, sondern da steht Schmerzmittel. Ne? Dann müssen wir uns über abschwellende Nasentropfen unterhalten. Also wir müssen tatsächlich erstmal einmal so einen Vergleich machen und sagen, pass mal auf, was können wir machen, was ist die Prognose. Wenn es eben häufiger vorkommt, dann steht die Paukenröhrchenoperation im Raum. Auch das müssen wir besprechen. Also jetzt sind wir schon im Grunde genommen dabei, die akut chronische Situation anzugucken, die
entweder schon da ist, weil es jetzt die dritte oder vierte Mittelohrentzündung oder weil die natürlich im Raum steht, wenn man das jetzt nicht vernünftig hinkriegt. Ja? Dann erklären wir den Eltern, wie ein Zwiebelwickel geht. Wir erklären ihnen, dass es wichtig ist, das auch nachzubehandeln. Wir erklären denen eine Prognose. Also wir machen eine vernünftige Aufklärung der Eltern, dass die wissen, woran sie sind und dass sie wissen, worauf sie sich einlassen. Und idealerweise funktioniert das dann gut, dass sie sehen, ah, der hat mir das erklärt, wir haben das gemacht und das hat funktioniert. Und das ist bei einer einfachen Mittelohrentzündung in 90% der Fälle klappt das auch so, sonst muss man nochmal nachlegen. Und dann haben die Leute eine Erfahrung gemacht und sie haben Vertrauen entwickelt und dann kommen sie das nächste Mal natürlich noch früher. Ne? Okay. Und wenn man jetzt hier nochmal drauf guckt, ich gehe gleich auf die Fragen mit der Haut und den Schüsselsalz nochmal ein. Ja. Wir behandeln jetzt erstmal die akute Situation mit dem, was uns da einfällt. Heilpflanzen, Schüsselsalze, Komplexhomöopathika und so weiter. Ja. Dann gucken wir mal, das geht in der Regel bei einer akuten Mittelohrentzündung relativ schnell. Also wir haben nach einem Tag spätestens eine Besserung. Oder idealerweise ist die Situation dann entaktualisiert. Ja. Da kann es zur Not auch sein, dass dann mal ein Schmerzmittel gegeben wird. Das muss möglicherweise sein. Ja. Und dann geht es aber darum, die Komorbiditäten zu behandeln. Also was macht denn eigentlich diese ständige Problematik hier im Kopfhöhlenbereich? Dann sind wir bei Polypen, dann müssen wir auf die Antibiose, die es vorher gab, eingehen. Wir müssen auf die Verdauung eingehen. Ja. Und das ist also was, was wir mitbehandeln müssen. Dann kommt die Nachbehandlung, Ausleitung, Stärkung des Immunsystems allgemein und der Kopfhöhlen. Ja? In der Konstitutionsbehandlung, Vorbeugung und Vermeidung von Paukenröcheln, die Frage nach der Sprachentwicklung. Und wir müssen natürlich gucken, wo sind unsere Grenzen? Also wenn ein Kind dann eine Mastoiditis entwickelt, was nicht passiert, aber theoretisch passieren könnte, und manchmal steckt man auch nicht drin, dann gibt es natürlich Grenzen für das, was wir da machen. Ja? Aber dann haben Sie einmal so einen Überblick über so ein therapeutisches Vorgehen. Wie geht das? Ja, akute Behandlung. Was ist noch zu beachten? Wie behandeln wir das nach? Und wie stärken wir das Kind dann insgesamt? Ja, und das ist ein sinnvolles therapeutisches Konzept, mit dem man also arbeiten kann. So, jetzt gibt es hier ein paar Fragen. Tasia schreibt, wie könnte man einem Kleinkind mit stark juckender Haut in Verbindung mit Darm helfen? Das kann ich nicht in einer Minute beantworten. Das wird aber in dem Kurs ausführlich beantwortet. Und ich würde jetzt auch ungern hier irgendwas aus dem Ärmel schütteln, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich damit weit daneben liege, ist sehr, sehr groß. Ich hoffe, das verstehen Sie. Und ja, also das ist wirklich nicht, dass ich die Frage nicht beantworten wollen würde, aber das ist eine inhaltliche Frage, die können wir wirklich in der Ausbildung klären. Das ist eine Frage zur Ausbildung gerne, aber ne, weil Sie haben ja schon gesehen, es ist relativ komplex. Das müsste man jetzt wirklich entwickeln. Und wenn ich jetzt sage, ja, geben Sie mal das Probiotikum, dann das macht irgendwie wenig Sinn. Oder dieses Schüsslersalz, ne, kann man sagen, ja, nehmen Sie, was ich, Silicea. Das hat dieses Reizbare und das ist vielleicht bei Juckreiz hilfreich, aber das liegt möglicherweise oder sehr wahrscheinlich bei diesem Kind völlig daneben. Also ich hoffe, Sie verzeihen mir, dass ich da jetzt nicht weiter drauf eingehe, weil das macht auch gar keinen Sinn. Das muss man wirklich entwickeln. Ne? Dass man also ein Konzept entwickelt und nicht sagt, okay, ne, weil ne, das, sonst wäre das, ne, das ist es die Frage, was kann ich denn statt Cortisoncreme nehmen? Weil die Cortisoncreme, die macht das Jucken sofort weg. Nur es kommt dann wieder. Und es kommt schlimmer wieder. Und es kommt immer wieder und Sie können dann immer mehr Cortison draufschmieren und irgendwann hat dann das Kind nach 10 oder 15 Jahren Cortison, hat es dann so eine Reptilienhaut. Ich weiß nicht, ob Sie erwachsene Neurodermitiker kennen, die 15 oder 20 Jahre Cortison geschmiert haben. Das ist nicht schön. Und das ist eben auch das, was ich den Eltern immer sage, wenn wir vernünftig arbeiten hier,
dann behandeln wir ganz, ganz viele Sachen, die werden Sie niemals zu Gesicht kriegen, weil wir da nämlich sehr viel vorbeugend und sehr viel gesundheitsfördernd arbeiten. Und Natalia, das geht so ähnlich. Natürlich habe ich Erfahrung mit Kopfhautekzemen bei Kindern, aber auch das kann man nicht mal so eben aus der Lameng beantworten, sondern da müsste man eben auch wieder genau gucken, was ist es für ein Ekzem, wie sieht es aus, welches Kind ist das, wie lange ist es schon da, was haben Sie schon probiert, ne? Schuppt das, juckt das, nässt das, ne? Also wir müssten ganz, ganz viele Fragen gemeinsam klären. Und es ist, insofern bin ich dankbar für die Fragen, weil ich damit so ein bisschen meine Denke erläutern kann. Also wie gehe ich da ran? Ja, aber ich gehe eben ganzheitlich ran und versuche jetzt nicht so mal eben schnell, das habe ich vorhin so gesagt, diese Schulmedizin mit Umweltengel. Ich sage mal, okay, statt Cortisoncreme cremen wir jetzt Rubisan. Das ist von DHU eine Creme mit Mahonia, also Berberis aquifolium drin, die mitunter bei Juckreiz sehr gut hilft. Oder wir nehmen, oh, Halicar, eine andere Salbe, ja. Oder wir suchen also irgendeine Salbe, die, aber ne, das reicht eben nicht, sondern das kann dann ein Baustein sein, dass ich eine Salbe suche, die funktioniert. Es kann also sein, Halicar wirkt zum Beispiel ein bisschen antiallergisch, nimmt ein bisschen den Juckreiz. Dann gebe ich vielleicht noch eine Brennnessel in den Tee oder ich gebe ein Urtica, also Brennnessel als Tiefpotenz. Und dann, aber der kann ich völlig bei diesem Kind, um das es jetzt geht, völlig daneben liegen. Ja. Und Marina stellt jetzt eine ganz wunderbare Frage, die mir dann jetzt ermöglicht, die Überleitung wieder zu meiner Co-Moderatorin Julia Groß zu machen. Die wird Ihnen Schon auf dem nämlich Weg. alle praktischen Fragen zu dem Kurs beantworten. Und ich glaube, ich bin nämlich, drücke jetzt mal noch einen weiter. Kann ich das noch? Das Jawohl. kannst du. Jetzt Auch kommen das. also die ganzen, jetzt kannst du wieder übernehmen, Julia, jetzt kommen also hier diese ganzen inhaltlichen, also formalen Dinge kann man, glaube ich, sagen. Genau. Ich bedanke mich erstmal für die Aufmerksamkeit, lehne mich jetzt entspannt zurück und freue mich, was Julia jetzt noch zu erzählen hat. Und da bitte auch gerne alle Fragen stellen. Sehr gerne. Also, vielen Dank, lieber Andreas, für deine spannenden Informationen und deinen Input. Also, ich muss ja immer sagen, ich als, naja, jetzt mittlerweile als pubertierende Teenagermutter, also nicht ich pubertiere, sondern die Teenager, hätte das so gut gefunden, hätte ich wirklich zu Beginn so einen Kurs gehabt wie deinen, um nicht so durcheinander zu geraten mit den ganzen Kinderärzten und was soll ich machen, weil ich war auch so eine völlig hysterische Erstkindmutter, beim zweiten Kind war es dann schon alles ein bisschen entspannter. Also daher, ich glaube, um Mütter ein bisschen zu beruhigen, ist dieser Kurs schon großartig und wenn man selber Mutter ist, sowieso. Also daher, ich habe mir den ersten schon angehört, weiß jetzt, dass ich deutlich entspannter sein kann, wenn irgendwas los ist und freue mich natürlich, wenn wir das an Sie Ja, auch weitergeben können. das war, jetzt muss ich noch mal kurz einhaken. Das war ja für mich auch so wirklich beglückend, wenn ich mir vorstelle, im letzten Kurs waren, ich glaube, 50 oder 60 Leute, wenn 80. die 80, okay, ist ja auch egal, also viele. Und wenn ich mir vorstelle, die meisten davon praktizieren, die geben das weiter. Also wenn man sieht, wie viel Wirkung das hat, wie viel Stress das aus den Familien nehmen kann, wie viel Mütter damit ein bisschen mit mehr Gelassenheit rangehen können, was das wieder für die Beziehung bedeutet. Also wenn man das Ganze systemisch anguckt, und wir können damit echt viel Gutes tun. Also Das definitiv. ist so die Mission. Ja, ich glaube, meine Tochter wäre sehr dankbar gewesen, weil die habe ich wirklich irre gemacht, als sie klein war. Naja, gut. Also daher, dann kümmere ich mich jetzt mal hier um das Organisatorische und erzähle Ihnen, dass die Ausbildung 12 Abende dauert, a 2 Stunden. Und ja, die Sind Kosten sind. 24 und nicht 32, Nein, nein, glaube nein, ich. nein, 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 es sind 32, weil wir rechnen ja in Unterrichtsstunden, also in 45 Minuten. Das heißt, wir haben keinen Rechenfehler, sondern weil das nämlich bei ganz vielen Zertifikaten, bei Verbänden immer in Unterrichtsstunden angegeben wird und pro Unterrichtsstunde dann eben auch ein Fortbildungspunkt gegeben wird. Daher können wir gut rechnen. Wir haben es nur so hingeschrieben. So, also die Kosten 580 Euro, wenn Sie
noch nicht bei uns ZFN-Schüler oder Schülerin sind. Ansonsten kostet es 550 Euro der ganze Kurs. Sie können natürlich auch in Raten zahlen. Die ganzen Modalitäten finden Sie dann natürlich bei uns auf der Homepage. Und wenn Sie sich jetzt fragen, bin ich vielleicht Schüler oder Schülerin? Ich weiß es nicht. Rufen Sie uns einfach an oder vielleicht wissen Sie es auch, wenn Sie in der letzten Zeit einige Kurse gebucht haben, kann es gut sein, oder auch eine größere Ausbildung gemacht haben, dann sind Sie es mit Sicherheit. Ansonsten einfach nachfragen. Genau, wir starten am 19. Oktober und ziehen das auch mit ins neue Jahr hinein. 1. Februar sind wir fertig. Das heißt, die ganzen Erkältungskrankheiten können wir richtig schön mitnehmen, die dann kommen. Und was dann eben auch nachher für den Sommer gebraucht wird, da sind wir dann schon richtig präpariert. Sie kriegen ein schönes Zertifikat nach Beendigung der Ausbildung. Das schicken wir Ihnen per Post zu. Eine Teilnahmebestätigung bekommen Sie natürlich auch, wo die ganzen Kosten drauf enthalten sind, damit Sie das dann auch schön bei der Steuer einreichen können. Das Zertifikat kann man sich dann schön in einen Rahmen hängen und in die Praxis stellen oder legen. Wir zeichnen jeden einzelnen Abend dieser Ausbildung auf. Die Aufzeichnungen stehen Ihnen sofort am Folgetag schon zur Verfügung. Das heißt, wenn am Donnerstag das Seminar live stattfindet, Sie können aber nicht dabei sein, können Sie gleich am Freitag schon schauen oder auch das ganze Wochenende nutzen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie diese in einem Chat stellen, den Sie auch finden im Portalbereich, oder Sie schicken mir eine E-Mail, ich leite Sie Andreas weiter, oder Andreas, du gibst ja manchmal auch deine Daten zur Verfügung. Das heißt, es bleibt keine Frage unbeantwortet, auch wenn Sie nicht dabei sein können, live. 12 Monate haben Sie danach Zeit, sich die Ausbildung immer wieder anzuschauen. Das heißt, die einzelnen Abende stehen Ihnen so lange im Portal zur Verfügung, also bis zum 1.2.2025. Das ist doch eine gute Zeit. Und wenn es dann immer noch nicht reicht, sagen Sie einfach Bescheid. Da finden wir dann auch auf jeden Fall eine Lösung. Die Skripte gibt es zum Download, auch im Portalbereich. Also im Portalbereich finden Sie sowieso alles. Da, das ist so, wie Sie sich heute eingeloggt haben mit Ihren Zugangsdaten. Dort finden Sie dann den Kurs. Und die ganzen Skripte sind da für Sie zurechtgelegt und auch die ganzen Aufzeichnungen, also alles in einem Paket zusammen. So, jetzt muss ich mal gucken. Ach so, du musst weitermachen. Ich bin ja gar nicht der Chef. Ach so. Klick. Dachte, hier sehen Sie noch mal. Chef, du machst dich wieder zum Chef. Das mache ich jetzt einfach mal schnell. Dann bin ich mal hier ein bisschen autark. Also, hier sehen Sie noch mal alle Termine auf einen Blick. Ich schicke Ihnen die Präsentation morgen früh auch nochmal zu. Das heißt, Sie können auch alles noch einfach noch einmal nachlesen und haben dann eben auch die Kosten, die Termine, alles da. Und wie Sie hier sehen, 1.2. haben Sie dann eine schöne Kinderheilkunde-Ausbildung absolviert. Diese Ausbildung ist natürlich nicht das Einzige, was wir hier im ZFN haben. Wir versuchen, ein Konzept zu erstellen, in dem man wirklich mit aus vielen verschiedenen Richtungen ein Gesamtkonzept erstellen kann, auch für Sie in der Praxis. Das heißt, wo jetzt auch Ihre Neigungen liegen, wenn Sie jetzt sagen, Sie finden Homöopathie auch ganz klasse. Das heißt, Sie können eben auch zum Beispiel die Homöopathie mit der Kinderheilkunde-Ausbildung verknüpfen. Oder Sie gehen in die Bachblütenrichtung, was natürlich auch eine sehr, sehr schöne Unterstützung für Kinder ist. Wir haben die Kurse von Andreas hier nochmal mit aufgeführt, also die T-Therapie und natürlich auch dieser Kaiserschnittkurs, den wir hoffentlich, also nicht hoffentlich, sondern ganz sicher und im Herbst bei uns im ZFN anbieten. Und wir uns natürlich sehr freuen, wenn Sie dann eben auch mal live bei uns dabei sind. Wir sprechen in der Ausbildung viel über Phytotherapie. Wenn Ihnen da noch die Grundlagen fehlen und Sie merken, oh, da möchte ich nochmal ganz tief einsteigen, können Sie das bei uns natürlich auch machen. Und wenn Sie gerne eine Beratung hätten, wie Sie am besten sich selbst so ein Konzept zusammenstricken können, rufen Sie mich einfach an, da stehe ich Ihnen sehr gerne zur Verfügung. Wir können das sehr gerne zusammen machen. Und was noch dazu passt. Aber ansonsten schon allein diese Kinderheilkunde-Ausbildung ist schon für sich alleine gestellt. Ein ganz großer Vorteil, wenn man die gemacht hat. Ich sehe hier gibt es noch eine Frage. Fragt noch, es gibt keine Prüfung. Nee. Und für den Kaiserschnittkurs gibt es ein Datum, ne?
Ja, ich gucke gleich mal nach. Ich schreibe es gleich in den Chat. Soll ich das mal eben Aber es schnell ist machen? schon irgendwie Ich hab's jetzt Mitte, nicht im Ende Kopf. November, Ja, es ist direkt im November. Das ist, Moment, das kann ich Ihnen sofort sagen, am 25. November. Oh, wenn Sie Glück haben, gibt es da sogar schon den Weihnachtsmarkt in München. Das heißt, es ist auf jeden Fall eine Reise nach München wert, falls Sie von woanders kommen und können dann das gleich verbinden. Falls Sie ist Fragen. wirklich sehr, sehr praktisch, also mit Anfassen, mit ganz viel, da, aber das müsste man vielleicht auch nochmal gesondert erzählen. Ja, genau. Wir haben dazu ein Interview schon bei uns auf der Homepage zu dem Kurs. Das können Sie sich anschauen. Einfach auf unserer Homepage den Kaiserschnittkurs, der steht unter der Naturheilkunde, anklicken. Und da können Sie sich das Interview mit Andreas anschauen. Da gibt es schon die ganzen konkreten Themen, also worum es da genau geht. Gut, also jetzt gucken wir mal. Wir sind am Ende angekommen. Falls Sie noch Fragen haben, gibt es weiterführende Literatur? Ihr Buch bitte, Herr Brieschke. Was haben Sie Schreibe ich alles schon rein. geschrieben? Genau. So, Andreas schreibt es rein. Falls es keine Fragen mehr gibt, wir stehen Ihnen natürlich auch noch nach diesem Webinar, nach diesem Infoabend sehr gern zur Verfügung. Auch wenn Sie sich diesen Abend hier oder dieses Webinar auf unserer Homepage anschauen, schreiben Sie mir einfach eine E-Mail oder rufen Sie mich an. Auch wenn Sie Fragen an Andreas haben, schicken Sie mir das einfach. Sie kriegen da auf jeden Fall eine Antwort drauf. Und wir freuen uns natürlich ganz besonders, wenn wir Sie dann im Herbst, im Oktober zu diesem tollen Kurs, zu dieser spannenden Ausbildung begrüßen dürfen. Andreas, vielen, vielen Dank für die ganzen Informationen, die du uns heute zur Verfügung gestellt hast. Und ja, also ich freue mich auf deinen Kurs, auf die Ausbildung und natürlich auch, wenn wir dich hier im November persönlich in München wieder treffen dürfen. Yeah, ich freue mich auch sehr. Ja, also Vielen vielen Dank Dank an an alle, alle, die. trotz der Hitze dabei waren. Genau. Einen schönen Schöne Abend, falls Sie uns Gelegenheit. nicht mehr hören, einen schönen Sommer. Wir gehen ja jetzt auch demnächst in die Sommerferien. Und also wir sind natürlich da, aber es ist alles ein bisschen runtergefahren bei uns im ZFN. Das heißt, die Kurse sind ein bisschen weniger. Also daher genießen wir den Sommer, wir alle, und können endlich die Zeit nutzen, um all die Webinaraufzeichnungen nachzuschauen, die sich bei uns im Portal stapeln. Genau. Also, vielen Dank. Schöne Zeit und bis bald. Ja.